Grüß euch, liebe Zuschauer, ein allerherzliches Willkommen zu Zeitqualitäten Nummer 34. Wir sprechen heute über diverse Themen, allerdings gleich der Hinweis für euch, dieser Trailer läuft natürlich nur auf YouTube und ihr findet die Sendung bei uns auf der Homepage. Für diejenigen, denn wenn es mal wieder ruckeln sollte, weil Telegram ist die Sendung auch zu finden, dort kann man sie sich auch downloaden. Bei Odyssey und Library ist sie auch zu schauen und dort sollte es auch funktionieren. Ansonsten einfach bitte einen Tag später. Was haben wir denn heute vor? Wir sprechen natürlich über den lunaren Sturm, der auf uns zukommt. Wir sprechen über den aktuellen Akt, den wir hier erleben, denn letzten Endes ist es kein Theater mehr, sondern entwickelt sich zunehmend zu einer ziemlich ernsthaften Realität, auf die wollen wir natürlich heute eingehen. Wir sprechen auch über das Erwachen in der kosmischen Welt. UFO-Disclosure wird heute ein Thema sein. Natürlich sind die Tolkien-Zeitqualitäten mit enthalten. Wir sprechen auch über Aufstieg. Und wir reden über den energetischen Aufstieg. 4D, 5D, 6D, 7D, alles, was das bedeuten könnte. Wir wollen Zukunftsvisionen ansprechen. Was kann man noch tun? Wie sieht so eine Vision aus? Wie können wir die wirklich stabil auch in die Felder eintragen? Und wenn wir dazu kommen, werden wir auch Visionen von Erde 2 nochmal angehen. Auch ein wichtiges Thema. Also, für alle diejenigen, die es interessiert, ab zu unseren anderen Plattformen. Und da begrüße ich jetzt natürlich auch alle anderen Zuschauer.